Die Sturm- und Design-Drangzeit bei BMW ist vorbei. Der neue 5er verändert sich nur ganz vorsichtig. Das gilt auch erst einmal für die Motoren. Den 3-Liter Benziner und den Diesel mit bis zu 420 PS bietet BMW auch weiterhin an. Dazu vertrauen sie wie im 7er schon auf Carbon im Rohbau. Die Münchner wollen so von den Erfahrungen im i3 und i8 profitieren. Das komplett autonome Fahren ist zwar in Sicht, aber noch nicht Realität. Zunächst mal kann der BMW bis 130 km/h automatisiert fahren und damit nicht nur Gas und Bremse, sondern auch die Lenkung übernehmen. Im Innenraum wartet ein überarbeitetes Kommunikationssystem auf den Fahrer. Die Gestensteuerung aus dem 7er wird auch in den 5er eingebaut. Im Winter 2016 kommt der BMW dann ins Scheinwerferlicht.